jetzt am Arm erwischt. Ja, mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Markus, die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch, warum? Stimmt. Nick, halt sie auf. Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Fürs Protokoll. Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Upsi. Und damit herzlich willkommen zum Battle-Finale. Wir sind mitten in einer Schießerei wieder drin. Alter. Das ist unser Plan B. Ja, natürlich. Klar. Ich geh mal kurz weg, Herr Zellnummer. Einmal tanken, bitte. Okay, das ist gerade herzlich egal. Zumindest mal wieder. Super. So. Ei. Ich muss so kurz gucken, dass ich hier mal kurz mal die Tür anpasse. Panzerung habe ich drin, aber ich brauche einen C4 Springsatz. Warte mal. Geschichte. Kannst du da mal. Mann. Okay, das war's. Hey, alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. So, wie ich sicher. Habt ihr mit die C4 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht die Idee. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Der Flughafen ist da lang. Beeilung. Hey, Duni. Ach ja. Viel Glück. Man sieht sich. Und sag Tony, dass er eine Pissnecke ist. Was willst du als Vater von deiner Tochter hören? So, ich muss mal ganz kurz alles erledigen, bin sofort wieder on air. Oh, ja, dann halt nicht. So, also, weiter geht's. Haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal die Aufgabe. Fahren wir mit der Karre hier mal ein bisschen. Hey! Na dann, auf! Sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Warte mal kurz. Irgendwas ist da vielleicht ganz wichtig, ganz unwichtiges.
Könnte mal kurz mal scannen. Vielleicht ist da noch irgendwas, was wir nicht gefunden haben. Zwei Stück auf jeden Fall. Warte mal, hier ist irgendwas. So, warte mal. Wo haben wir es denn? Ja, ja. Ah, da hinten. Was ist das? Eine Leiche. Grab eines ATF-Agents. Der heute an dem Agent Barnes begraben wurde, ein solches Ende hat niemand verdient. Ich muss nachher Bescheid sagen, dass wir ihn gefunden haben. Elpert kommt nicht ungestraft davon. Nur mal zur Info. Als ich Tony Elpert kannte, hätte er sowas nicht gemacht. Und dann kanntest du ihn wahrscheinlich noch nicht gut genug. Aber hier ist noch irgendwas. Keine Sorge. So. Noch irgendwas, was ich übersehen habe, vielleicht. Auf der anderen Seite, oder? Was es ist. Also ich weiß auf jeden Fall, was es ist. Das ist nämlich das Auto, was da vorne steht. Das habe ich mich hier an der Maus gesucht. Summenschild. Auf Darius Barnes registriert. Barnes parkte offenbar hier, damit man ihn nicht anhand seines Summenschilds identifizieren konnte. Er wusste wohl so genau, dass einfach seine Leute keine Lust auf Agents der Regierung hatten. Na geil. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch weg und fehlt uns bei F nur noch eine. Und zwar eine Spur. Gut, dann haben wir alle Dinger geholt. Und wir machen oder fahren weiter. Ich werde mit der guten Dune nicht warm. Erst hat sie uns verraten. Beziehungsweise sie hat. Ja, uns, er hat tatsächlich uns wegen also nichts verraten. Gesagt, dass du okay ist. Naja. Der Dad wird jetzt mit allem, was er hat, hinter uns her sein. Vielleicht werden wir vorher abhauen. Ist noch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, was hat Dune denn gemeint, als sie sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier am Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Was denn zum Beispiel? Schwarzmarkt-Armee-Kram, Panzer, Helikopter, sogar Flugzeuge hat er. Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich. Na mal, ich werde mit ihr definitiv nicht warm. Die hat es jetzt ja schon verraten einmal. Und führt quasi ihren Vater, der ein bisschen, ja, sagen wir mal, größenwahnsinnig ist, führt er ständig zu uns. Und du warst echt mal ein Bulle? Naja, mein Dad war auch ein Kopf. Echt jetzt? Kein gewöhnlicher Kopf. Dann bin ich erst die Ivers. Kubanische Geheimpolizei. Okay, okay, also bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nimmt. Sein Job war es, Häftlinge zu grillen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Cop geworden. Ein echter Cop. Tut mir leid. Sorry, dass nichts draus wurde. Ja, man muss offenbar kein Kopf sein, um Typen wie ihn aufzuhalten. Wir sind da vorne hin, oder was? Nick! Hier lang! Wir laufen. Los. Herr Brüssel,
Nichts. Den Brecher müssen wir noch holen. Hallo. Oh ja, nettes Teil. Da ist was. Ich weiß nicht, ob ich in einen kaputten. Die Verbindung zu Boomer. Repariert. Fall abgeschlossen. Agent Barnes hat für Dawes und Stoddard gearbeitet. Er hatte ein Dossier zu Boomer und wollte bei Alpert nach ihm suchen. Vermutlich, um letztlich mich zu finden. Versuchen kann man es ja mal. Alpert hatte aber wohl Angst, Barnes könnte seinen Schwachsinnsplan mit dem Bürgerkrieg rausfinden. Also hat er ihn umgebracht. Und vorher gefoltert. Ohne jeden Grund. Gewusst hat er natürlich nichts. Das dürfte das FBI brennend interessieren. So, damit haben wir Teil 11 auch abgeschlossen. Die Verbindung zu Boomer, 8 von 8, die Rizinbombe, war das letzte Puzzleteil. Nächste Fall fragt schon in Episode 9. Na geil. Also wir brauchen auf jeden Fall B, C und D noch und E auf jeden Fall auch. Dann hätten wir zumindest dieses Verlagten. Aber jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. Hey, was redest du da? Zweifelst du etwa an Boomer? Mann, lass mich, ich repariere das Ding. Ich gehe den Brecher suchen. Jo. Funk ist an, ja? Okay, Funk ist an. Gut, haben wir das auch mit? Nehmen wir mit. Wir sind fast Höchstlevel, wie gesagt. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier wieder rauskommen, oder was? Die Waffenlieferung. Mal, jetzt muss ich gerade gucken. Wir sind da durch rein. Also müssen wir da wieder raus. Und ich glaube, dass hier eine Waffenkiste ist. Hat nichts von ungefähr. Ich glaube, wir kriegen noch gleich ein bisschen was zu tun. Wo ist denn da lang? Was ist jetzt in der Halle? Nein. Oder einfach rüber. Oh, Scheiße. Boah. Ja, geil. Tonys Leute sind schon da. Siehst du da, ein Lagerhaus? Ja, ja, ist blockiert. Kommst du da rein? Oh, Moment. Ja, ich hab da eine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. So, nehmen wir die Jungs da mal direkt mit. So. Gut, dann haben wir das auch weg. Den Haufen der Leute haben wir auch abkassiert. Wir müssen da irgendwie durch, oder? Ja. Ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz. Und ja, dass ich jetzt gerade momentan extrem viel, das ist die zweite Session, die so heute, die ich aufnehme. Ich habe so gerade Bock auf dieses Spiel. So, gucken wir mal. Was ist denn das?
Okay. Ups. Das ist der Brecher. So, dann. Ich das gerade richtig, dass da draußen gerade was geschossen wird. What? Aua! Panzer. So, Panzer, um diesem Irrenhaus zu entkommen, benötigst du gewaltige Feuerkraft. Panzer fahren. Erstmal beschleunigen und L1 Kanone abfeuern. Auf einmal soll ich das Flugzeug reparieren. Oh, sollte man vielleicht ein bisschen aus dem Feuer raus. Noch mehr Helis. Was hast du erwartet? Du hast einen Krieg angezettelt. Helis, ich sehe nichts. Jawoll! Na, dir glaube ich das sogar, mein Freund. Ich war gerade vom Acker hier. Scheiße, Mann! Ich bin festgefahren. So, also nochmal. So. Er versucht es mit Nebel. Nebel abhauen. Noch mehr Helikopter. Sein Panzer ist im Arsch. Ich durfte nicht hier nach, oder was? Schön, dass du unbedingt die ganze Zeit ohne Probleme draufhalten kannst und ich nicht, oder was? Meine Fresse. So, also weiter. Versuchen wir's. Versucht es mit Nebel!
Das heißt, ich versuch mal. Sofort. Scheiße. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Ich dachte, ja, dann fahrt doch so am Arsch. Nö, dann fährt er einfach nochmal wieder rückwärts raus und kann nochmal ohne Probleme draufhalten. Why not? Boah, wir haben es geschafft. Verziehen wir uns nach Miami. Sag doch, ich hab's drauf. So, und das, was da jetzt auch so passiert, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ihr kennt das.